man nennt mich Barbie und warum kann jeder sehen? Denn seit ich Bravo lese, weiß ich, ich bin wunderschön. Man sagt, ich sei eine Zicke, doch die Jungs in meiner Clique sehen das anders und sie meinen, dass ich schon ganz richtig ticke. Ich heiße Jeboa und kann super Fußball spielen. Da bin ich echt der Beste, nicht nur einer unter vielen, sagt der Trainer, mein Vater. Und der weiß voll Bescheid, der macht bald jede Menge Geld mit mir, denn er ist echt gescheit. Sagen Nase, Hachi, jetzt komm, sonst schaffst du das nie. Kannst du schnell rennen, bist am Pennen und andauernd am Flammen. Denn ich bin krank, Hachi, das ist nicht wichtig für die. Mit meiner ollen Allergie nehme ich die anderen doch nie. Ich bin ein Sammler und kein Gammler. Wie meine Mutter sagt, verstecke meine Mupfeleier vor ihr, wenn sie mich fragt. Wo ist mein kleiner, starker Sammlermann? Da fängt sie mit der Predigt an vom starken Mann, der alles kann. Und jetzt zieh dich doch nur mal an. Hey Leute, pass mal auf, hier kommt der Chef. Die Qualle! Und wenn mal einer krumm hat, ey, dann mache ich ihn alle. Ich sprühe es euch ganz cool an jede Häuserwand. Ich bin der Beste und der Größte, den es gibt im Feuerland. Leute, einfach nur hier abzuhängen, ist doch wirklich blöde. So völlig ohne Action ist, da wird man doch echt blöde. Wir machen jetzt und drauf was an und denken, ist ein Schnuppe. Die Tigerqualle hier ist das Maskottchen unserer Truppe. Die alles schafft, durch ihre Kraft wird sie zum Sieger. Oh, nichts bin ich lieber als ein Tiger. Jetzt geht es los, zusammen sind wir riesengroß. Wir sind die Stärksten, die Ärgsten, die Besten, super groß. Wir bestimmen, wir gewinnen, jeden Kampf machen Dampf. Gegen wen auch immer, klar, wir sind die Gewinner, der